kommen da nicht mehr mit. So, Kern, sind wir denn damit einverstanden jetzt? Ich denke mir ja. Jetzt muss er da nur noch Züge drauf kriegen. Du weißt schon, dass ich dich nicht leiden kann, oder? Hey komm, dann hast du das erste öffentliche Verkehrsmittel. Guck mal, also er schreibt sogar auf Papier. Perfekt. Ja. Hast du sehr schön gemacht. Guck mal, Herr Papa kann nicht viel, aber das Wasser kann, das dauert ein paar Tage. So, haben wir denn jetzt einen Untergrund, Nein! Das heißt, ich muss jetzt gucken, wie ich von einem Depot auf vier Linien komme. Also sinnvoll wäre es eigentlich, wenn du... Das Gute ist ja bei Transportführer 2, alles was du an Schienen baust und wegreißt, wird ja hinterher vom Gelände her wieder so, wie es war. Ja. Das heißt, du gehst bei Kernstadt Nord, ja. Ziehst einfach hinter dem Bahnhof einen Gleis ans Oberlicht, ja, schickst den Zug drauf und reißt das Stückchen Depot und die Schiene wieder weg und dann sieht's aus wie vorher. Ernsthaft? Ja. Ich wäre erst mit dem Gleis nach oben gekommen. Weil Steigung zu stellen. Also, und guck, irgendwo und in Ostdeutschland, bitte. Das habe ich schon mitgekriegt. Wo genau wohnst du? Und gucke bitte auch, ob das jetzt auch der richtige Bahnsteig ist, wo das Gleis nach oben geht. Ach, fass mich doch an die Füße, ja, stimmt. Ne? Weil, wenn du das Nachbargleis nimmst, dann fährt der Zug auch nicht raus. Ach, ich habe keine Lust mehr. Ich hasse mein Leben. Heute? Ein Zug auf eine Linie, nur noch Berliner U-Bahn. Okay. Die kannst du ja versuchen einzuwerben. Vielleicht klappt das ja bei der U-Bahn. So, welche haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt die Nord-Nachtzentrum. Berliner U-Bahn. BVGH. Du sei mal ganz ruhig. Bist jetzt eh gerade unten durch. Nord-Nachtzentrum. Autosave. Und da können wir den ganzen Bums hier, wenn er raus ist. Achso, wir müssen erstmal Gas geben. Sonst fährt er ja nicht raus. Ich kann sagen, ja genau, reiß das Depot ab, während der Zug noch drin steht. So. Machen wir gleich Kern am Steuer. Warte, lass ihn hier erstmal seine ganzen Züge da drauf schicken. Bevor er komplett abrastet. Ah, was soll das? Natürlich. Ich bin ein Transportführer 2 Pro. Ja? Ja. Wie oft hast du den einen Bahnhof neu gebaut? Was? Sieh's mal andersrum, von Ost. Ost. Hä? Süd? Ich will nach Ost. Westzentrum? Hä? Jetzt ist aber die Linie, du hast die falsch benannt. Nein, ich hab die richtig benannt. Ja klar. Ja. Im Osten ist alles dunkel, da kennt man nichts. So. Selber Schuld. Ihr habt sechsspurige Autobahn mit Flüsterasphalt, ja. Also denn, ihr kommt auf den Seitenstreifen und dann fängt er an zu reden, ne? Oder zu singen. So. Manuel wünscht sich ein U-Bahn-Betriebswerk mit Anschluss an das U-Bahn-Netzwerk. Hey, Manuel, das ist der Nächste, der sich einen Bann wünscht, ja? Wie gesagt, im Staffel 6, soll es mal sehen, dann macht er hier so ein 48-spuriges Betriebswerk mit 20 Hallen und 3 Zugängen für die ganze Karte.
Einzige ist dann wahrscheinlich, wir müssen wahrscheinlich von Staffel 5 bis Staffel 6 anfangen mit Staffel 5.1 bis Staffel 5.209, bevor Staffel 6 startet. Was habe ich euch eigentlich getan? Ich tue immer so unschuldig, weißt du? Ich bin so ein netter Kerl, verstehst du? Ich werde nur gemobbt. Hallo, kommst du jetzt mal da raus oder was ist los? Ah. Wir haben dich alle lieb. Fahrtrichtung in der Linie. Was? Wie richtige Fahrtrichtung in der Linie? Ihr wollt mich alle ärgern. Du Kern, sei mal froh, dass du eine U-Bahn kriegst. Ich hab's doch nie wieder. Jetzt will er auch noch eine Mitfahrt. Ja, die gibt's dann, wenn wir alle Züge überall immer drauf haben. Haben wir ja. Sicher? Gucken wir mal nach bei Fahrzeugen. Wir haben vier Linien, vier Züge. Hatten wir aber nicht Kernstadt West mit Kernstadt Süd noch verbunden? Nein, haben wir nicht. Ich glaube schon, dass wir den Gleis. Wir haben das nicht gemacht. Aber da liegt ein Gleis, oder? Nein, wir haben das nicht gemacht. Doch, da liegt ein Gleis. Nein, da liegt kein Gleis. Doch? Nein. Geh mal auf das Gleiswerkzeug. Du hast von Kernstadt West nach Süd noch eine Verbindung. Ein totes Gleis ist das. Das war wahrscheinlich so. Nein, habe ich nicht. Siehst du? Das ist Nord. Ja, sage ich ja, habe ich nicht. Siehst du, ist keins da. Blauer. Siehst du, ist keins da. Jetzt scroll mal weiter runter. Ah, ja. Guck mal, was ist denn das da? Ich hasse dich. Wir wollen eine Mitfahrt machen. Ja, und die eine Linie möchte ich noch. Alter. Warum? Was habe ich dir getan? Oh, die rote Linie war das doch gewesen, die du umbenennen musstest, ne? Ich muss gar nichts umbenennen. Das stimmt alles. Da steht zweimal West. Eins. Kernstadt. Süd. Nach. West. Sehr schön, machst du das. Kriegst ein Bienchen. So, ist jetzt gut oder muss ich heute wirklich heulenderweise ins Bett gehen? Können wir die eine Linienfarbe noch umändern? Nein, können wir nicht. Was willst du? Na hier, die U-Bahn-Linie. Ja, welche Farbe hättest du denn gerne? Nimm gelb, damit irgendwo. Nein, für dich nehme ich pink. Nur für dich nehme ich pink. Sag mal, Manuel, funktioniert eigentlich auch Permaban? Sieht nach West war das, ne? Ja, die pinke. Ja. Nee! Das war falsch, ging das Fahrzeug an! Nein, das auf ist richtig. Auf die pinke Linie! Auf die pinke Linie! Das ist richtig! Achso. Ich weiß, was ich tue. Bei wem? Manuel, bei allen.
Bei allen außer dir, Bermaban. Zack. So, das kleine Stückchen reißen wir ja gleich wieder ab dann, ja, wenn der Zug weg ist. Was? Was ja hier außerhalb des Tunnels dann geht. Das werden wir noch wegmachen. Ich weiß schon, was du meinst. Also, die Station sieht doch gar nicht mal so hässlich aus, oder? Ja, ist gar nicht mal so hübsch, ne? Gut, das sind sogar die ersten Leute schon. Ja, aber die fahren nicht mit uns mit. Die fahren irgendwo anders mit. Ja, keiner will den Westen, siehst du? Bitte mach das anständig. Was denn? Wenn das jetzt gerade nicht anständig war, dann weiß ich auch nicht. Dann bin ich aber raus aus der Nummer hier. Dann spiele ich nie wieder Tasmafieber. Bitte mach das anständig, sagt er zu mir. Ui. Linie und Zug haben wir doch. Auf jeder Linie ist jetzt ein Zug. Mehr kriegen wir auch nicht drauf, weil die immer nur einspurig sind. Ja. Kann ich weiß jetzt Tatsache, Spaß beiseite, gerade nicht, was du was meinst mit anständig. Hallo? Ich bekomme Angst. In einer ziemlich komischen Kameraperspektive. Das sehe ich auch so. Mach hinter dem Zug, das ist auch mal cool, oder? Hä? Nimm mich hinein. Ich glaube, der eine muss auf die pinke, obwohl du die auf die rote. Hä? Nein. Nee, laut Linienmanager war überall einer drauf, Kern. Schau. Oder? Wir haben 5 Linien. Krieg doch mal Fahrzeugmanager an. 1, 2, 3, 4, 5 Linien. Und auf. 1, 2, 3, 4, 5. Und auf jeder Linie ist ein Zug. Ja, ne? Ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5. Doch. Jeder Linie ist ein Zug. Jede Linie hat eine unterschiedliche Farbe. Jede Linie hat den richtigen Namen jetzt. Entschuldige, Kern, aber jetzt weiß ich Tatsache nicht, was du. Okay, passt. Okay, wolltest du mich nochmal prüfen, danke. Wolltest du mich nochmal losschicken, ja? Wenn mir nicht langweilig wird auf dem Weg. So, können wir jetzt bitte mal mit einer fahren, die ins Zentrum fährt, damit wir mit dem Viererbahnhof sehen? Die eine fuhr ja nur west. Die west? Nee, das sind die falsche. Ja, ja. Die wollen wir nicht fahren. Zieh den Finger. Ich will in den großen Bahnhof. Willst du das doch auch mal sehen, Mensch? Wenn ich denn wüsste, wo wir jetzt den Zug hätten. Ich glaube, Kernstadt Nord nach Zentrum fährt auf jeden Fall. Ja, das andere Depot auch gleich mit wegreisen, wenn er gerade immer im Abflussmodus ist. Du hast das auch schon schön wieder mit weggemacht. Ja, das Stümmelchen da auch, genau. Sehr schön. Dann hoffen, der Stau geht der Flitzige weg, ja. Lass uns ruhig 10 mal, 3 mal hin und her fahren, dann kann ich mir eine Zigarette holen. Hol mal Zigarette. Wir fahren jetzt ins Zentrum rein, in der Hoffnung, dass der Karl gerade seine Zigarette holt und den schöne oder die schöne Einfahrt hier ins Zentrum nicht mitbekommt. Guckt euch das an, ist das nicht ein Traum? Ein schöner viergleisiger Unter.
Ach, zurückbleiben, ja, bitte. Warte mal, das sieht doch ganz gut aus. Mist. Ich war der Hoffnung, du kriegst es nicht mit. Mindestens 200 Meter lang Brettern, was? Mit 200 der langen Brettern, mit 200 km/h? Wie soll das funktionieren? So schnell fährt aber keine U-Bahn. Erstens, so schnell fährt keine U-Bahn. Und zweitens, selbst wenn zwischen den Bahnhöfen, die kriegen die Geschwindigkeit doch gar nicht drauf, Kern. Das funktioniert nicht. Ziemlich coole Station ist es geworden im Zentrum, ne? Ja, sag ich ja, habe ich hübsch gemacht, oder? Stand da jetzt der richtige Name oben dran? Hast du mal geguckt? Oben? Ja. Der fährt jetzt nach Nord. Und da steht jetzt Zentrum dran. Nee, da steht wahrscheinlich. Der Linienname dran. Der Linienname dran, aber Kernstadt Zentrum stimmt ja auch nicht, der Linienname. Der Linienname ist ja Nord minus Zentrum. Wahrscheinlich, wo wir herkommen, oder? Weiß ich nicht, warte mal. Was steht sehen. Da an der anderen Seite dran? Jetzt sind wir in Nord. Jetzt sind wir da mal um. Dann werden wir sehen, was da steht. Oh, ich glaube, da muss noch mal Modder ran. Also U1 passt ja, ne? Von der Linie bezeichnet. Ja. Und jetzt steht Kernstadt Nord. Das ist genau umgekehrt. Der fährt jetzt nach Zentrum, bevor er aus Nord kommt. Da ist irgendwo ein Bug. Da ist irgendwo ein Fehler drin. Müsste genau umgedreht sein eigentlich. Müsste ja genau umgedreht stehen, genau. Ich glaube ja, Manuel, es müsste sich ändern. Wenn er das jetzt auf U2 umbenennt, müsste vorne U2 drinnen stehen. Das ist das Ziel für die Fahrgäste am nächsten Bahnhof. Ja, richtig, aber er fährt ja jetzt in Nord los und fährt jetzt ins Zentrum. Das heißt, da oben müsste Kernstadt U1 Kernstadt Zentrum stehen und nicht Kernstadt Nord. Weil er fährt ja in Nord gerade los, Manuel. Ich hätte es auch anders benannt, ja. Stimmt. Also ich weiß, worauf Manuel hinaus will, ja, aber ich hätte es auch anders gemacht. Ja, die ganzen U-Bahn-Stationen, ne? U1, U2, U3, U4, U5. 5 haben wir ja da. So hätte ich sie genannt. Alle Kernstadt und dann U. Oder umgekehrt. U, die Nummer und dann Kernstadt. Aber ich denke, das ist gar nicht schlecht. So haben wir gerade, was die Fahrstands- oder Fahrtrichtunganzeige hier anbelangt, haben wir dem Karl jetzt nochmal eine Hausaufgabe gegeben, dass er keine Langeweile bekommt bis morgen. Also ich würde es drehen, muss ich dir sagen. Ich würde jetzt dran machen, also jetzt haben wir ja Freund. Ja. Wenn es jetzt umgedreht ist, würde ich einfach die Zielstation... Warte mal, jetzt stimmt schon wieder. Ja? Nee, jetzt fährt er nach Nord, genau. Ja, dann weißt du ja Bescheid, was zu tun hast, mein Lieber. Dann schreib das mal in der Mod um. Das wäre für mich sinnvoller. Ja, sag ich ja. Schreib das mal in der Mod um. Und ich erwarte morgen gegen 14 Uhr das Ergebnis. Kein Anschluss hinter dieser Nummer. Tell me that you love me, even if it's fake.